Herzlich willkommen zu einer neuen Arbelange mit Madeleine Sonek und Anna-Maria Kunz. Und wir starten heute mit einer neuen Runde Wir fragen Wien. Im Juni dreht sich hier bei uns alles rund ums Donauinselfest und wir haben euch die ganze Woche lang mitgenommen ins Getummel und ein bisschen mit den Leuten gequatscht. Das Best-of gibt's in dieser Stunde, davor aber wie immer viel, viel gute Musik. Willkommen zurück zur Arbelange, heute mit einer neuen Runde Wir fragen Wien. Wir sind Anna-Maria und Madeleine und wir haben euch diese Woche mit ins Getümmel genommen. Vor Ort haben wir nämlich mit den Leuten über das Donauinselfest gequatscht und zu Beginn wollten wir wissen, was ist denn das Erste, an das die Leute denken, wenn sie das Wort Donauinselfest hören? Konzert. Die Musik. Ein großes Fest. Was ist das Erste? Ja, das kenne ich seit Jahren. viele Leute, tolle Stimmung, wir waren nie dort. Jeder. Super tolle Stimmung und ganz viele Freundinnen. Viel Alkohol. Dass schon wieder ein Jahr vergangen ist und es schon wieder stattfindet. Am Donauinselfest ist Publikum. Dass ich nicht hingehen muss. Dass wir von Steyr sind, wir kennen es, aber wir sind nie dabei. Aber super. Die Arbelange heute mit einer neuen Ausgabe von Wir fragen Wien und dieses Mal im Donauinselfest Fieber. Anna, wann warst du denn das erste Mal am Donauinselfest? Boah, ich glaube, das war schon 10 Jahre her und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich mir angeschaut habe. Wie war das denn bei dir? Puh, ja, so lange ist es bei mir noch nicht her. Ich war das erste Mal am Donauinselfest vor 3 Jahren. Also bin noch ein Neuling am Donauinselfest, kann man sagen. Aber wie das bei den Leuten auf den Straßen so war und ob sie sich an ihr erstes Konzert noch erinnern können, das haben wir natürlich auch nachgefragt. Mit 6 Jahren. Christina Stürmer. Das war mein erstes Konzert, ja. 2016 waren wir, gell? Ich war noch nie. Ich will jedes Jahr wieder gehen, aber irgendwas ist immer. Also, leider. Das ist circa 82, 83, ganz am Anfang. Seit wann gibt es das denn? Ich weiß nicht mehr. Auftragen, gell? Nein, aber da war ich dann am Anfang regelmäßig. Vorletztes Jahr, was ich mir angeschaut habe, den Auftritt von den VBW, also den Musical-Auftritt, den Alexander Eder aus Spaß und Boss Hoss waren wir am Ende noch. Das erst kurz gegeben. 84? Okay, na, so um die Zeit kann es gewesen sein, ja. Wir haben mit den Leuten auf der Straße gesprochen, wann sie denn das erste Mal am Donauinselfest waren und natürlich, was ihr erstes Konzert war. Aber was war denn der absolute Favorit unter den Konzerten? Das wollten wir auch noch wissen. Reinhard Fendrich. Für mich der Falco. Nachdem es zum Ring aufgehört hat, das war Wahnsinn. Aber sein Auftritt selber war, finde ich, sensationell. Logischerweise Fendrich, Ambros. Raf Kimura. Metallica, 10 years ago. Hell yeah. Oh, they had to cut the music early because of the Austrian sound regulations. During the set, they cut the music, which is what I will always remember. So hopefully they're gonna extend the hour so they can play a bit longer this year. Ich weiß nicht, ob der Ambros Thomas war. Ich bin eigentlich meinem Mann zuliebe gegangen. Ich mag so Massenveranstaltungen ja nicht so gerne. Hallihallo bei der Arbelange. Heute mit Wir fragen Wien zum Thema Donauinselfest. Wir haben jetzt schon mit den Leuten über ihre coolsten Konzerte gesprochen, aber wir sind natürlich neugierig. Gibt's vielleicht einen persönlichen Best-of-Moment oder eine lustige Geschichte, die auf der Donauinsel passiert ist? Ja, wie wir auf der Country-Insel waren, gell? Das ist was für euch, ja. Ja, genau. Ja. Nein, aber schön, ich denke, es gibt ein guter Event. Ja. Mit Freunden mit der U-Bahn aufs Donauinselfest, dann ein Konzert angehört und dann einmal kurz zusammen gewarnt, einmal schwimmen in die Donau und mit der U-Bahn nach Hause aus der Nasse. War recht kalt. Also, das ist schon ziemlich lang her, aber ich habe mich... Wie alt war ich da? Weiß nicht, so um wahrscheinlich 15, 16 herum. Wollte meine Freundin nicht unbedingt zu einem Konzert gehen. Ich weiß nicht, ob mehr wer aufgetreten ist. Aber da haben wir uns wahnsinnig arge Ausreden einfallen lassen, wer da aber nicht wo übernachtet hat, damit unsere Eltern das ja nicht checken. Und dann haben wir uns da klammheimlich zu diesem Konzert aufgemacht. Wir sind nicht aufgeflogen. Das war das Wichtigste.
Ja, so schnell ist die Zeit schon wieder vergangen und wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und das Donauinselfest 2024, das ist auch fast schon wieder vorbei. Bevor wir uns aber verabschieden, wollten wir natürlich noch wissen, welche Acts sich die Leute dieses Jahr anschauen. Ja, ich habe gesehen, dass es eine Gruppe gibt, die ABBA-Cover machen. Da freue ich mich drauf. Und sonst wieder Alexander Eder aus Spaß. Es war eher die Stimmung, die Alexander irgendwie voll gut aufgekurbelt hat. Ja, also nicht ein Moment, aber so die gesamte Stimmung von seinem Auftritt war echt lustig. Ich schaue mir Provinz auf der FM4-Bühne an. Billy Steirisch am Sonntag auf der ABI-Radio-Bühne. Wir schauen uns heute Billy Steirisch auf der ABI-Bühne an. Da bin ich dabei. Kommt alle her, Leute. Das ist das einmalige Erlebnis. Das soll keiner verpassen und ja, genießt es. Ich bin auch schon gespannt. Das war's mit der heutigen Abel Lange. Wir hoffen, Sie hatten ein tolles Wochenende und genießen Ihren letzten Tag auf der Donauinsel. Wir wünschen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.